Ja, Freunde, es ist genau das, was im Titel steht. Man weiß nie, wann das Leben zuschlägt. Dieses Video wird für mich wirklich wahrscheinlich nicht leicht. Ich versuche es für mich so leicht wie möglich rüberzubringen und auch für euch verständlich. Ob ich es hinkriege, weiß ich nicht. Ich versuche es und mir ist auch ein bisschen Halsschmerzen heute, deshalb rede ich ein bisschen leiser. Und ja, ich versuche euch das Ganze wirklich einfach rüberzubringen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Vielleicht schaffe ich es, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, aber ja, worum geht es? Eigentlich ganz einfach um den Tod eines Familienmitglieds. Und das war mir ziemlich noch. Das muss auch einfach klar sein. Und ja, es ist wirklich nicht so einfach, wenn jemand geht, den du doch schon ziemlich kanntest. Und ja, ich weiß nicht, wie ich so darüber reden soll, weil es ist so das erste Mal, dass ich halt drüber rede und ich weiß nicht, wie ich das zusammenfassen soll. So, ja, klar, er war Verwandter und ja, ich weiß nicht, so, ich will eigentlich das wieder noch so als so letzte Geste für ihn machen, so, wenn ihr wisst, wie ich meine, weil ja, er war mir sehr nahe und ja, ich weiß nicht, er ist ein sehr, sehr guter Mensch gewesen. Er war ein wirklich guter Mensch. Ich weiß nicht, aber er war mir sehr nah. Also hier in meinem Herzen, er war mir sehr nah. Er ist immer noch in meinem Herz. Er wird nie vergessen werden. Denn wie ein Mann mal gesagt hat, ein Mann stirbt oder ein Mensch stirbt immer zweimal. Einmal physikalisch und einmal, wenn er vergessen wird. Okay, da hat es jetzt gerade einen Cut gegeben, weil ich muss gerade kurz gehen, aber ja, er war halt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist jetzt nicht so gut, aber ja, er war halt auch mein Gette, glaube ich, nennt man das in Deutschland. Ich weiß nicht ganz. Ich kenne nur den Schweizer Begriff, to be honest. Ich habe es jetzt mit Intuition mal so hingepackt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ja, er war ein guter Mensch und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn er an Krebs, glaube ich, war es, gestorben ist. Ja, er war tapfer. Er war ein sehr, sehr tapferer Mann. Das muss ich wirklich sagen. Und ja, er hat mich zum Glück noch vor seinem Tod, also 2 Tage vor seinem Tod, um genau zu sein, hat er mich zum Glück nochmal sehen können. Und ich bin schon ziemlich glücklich darüber, dass er mich nochmal gesehen hat. Und ja, ich mache hier wirklich dieses Video einzig und allein für ihn, weil ja, es ist einfach wirklich krass, was nur schon so ein Familienmitglied mit dir machen kann, wenn er oder sie von uns geht. Ich meine, es war schon hardcore. Also für mich war es schon 1, 2 Tage ziemlich hart, weil ich habe ihn einigermaßen gut gekannt. Jetzt nicht so gut, aber jetzt auch nicht schlecht. Aber er war ein guter Mann. Er war ein wirklich guter Mann. Ja, ich weiß wirklich nicht. Ja, er war ein guter Mann. Er hat. Ich habe eigentlich auch nie wirklich etwas Schlechtes über ihn gehört. So, er war einfach ein ganz normaler Mensch wie wir alle. Ja, ich kann wirklich nur hoffen, dass es ihm jetzt, wo auch immer er jetzt ist, dass es ihm gut geht, dass er in Frieden lebt. Und ja, dieses Video ist wirklich, wie gesagt, einfach für ihn. Und wenn es euch nicht ausmacht, dann ja, hoffe ich, dass ihr mich versteht. Und ja, es ist wirklich nicht einfach. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Ja. Rest in peace, mein Werter. Und ja, hier ist es mir jetzt wirklich egal, ob ihr auf diesem Video ein Abo da lasst, ob ihr ein Like da lasst, ob ihr einen Kommentar darüber schreibt. Ich weiß nicht, mir ist ehrlich gesagt ziemlich egal bei diesem Video, weil es ist nicht so ein Video wie normalerweise. Wäre es jetzt ein Podcast, okay. Wäre es ein normales Video, Stream, okay. Aber dies ist wirklich ein Video, das ich wirklich an meinen verstorbenen Gette. Ja, Gette widme. Ja, wenn du irgendwie das hier siehst vom Himmel oder
wo auch immer du bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ja, vielen Dank für alles, was du hier auf der Erde geleistet hast. Und ja, viel mehr kann ich dir wirklich nicht mehr sagen. Außer Rest in Peace. Und wer weiß, wann wir uns wiedersehen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bevor ich jetzt anfange zu weinen, beende ich hier lieber das Video, damit ihr nicht mich hört weinen. Weil einfach so, ja, gut, das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video am Freitag, bei einer Reaction, glaube ich. Und bis dahin, ciao, ciao. Euer Kamitendo. Und ja, bis dahin.